Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Heute haben wir eine recht explosive Sache, denn es scheint sich über die letzten paar Wochen ergeben zu haben, dass Cheater, manche Cheater, nicht alle, aber wohl viele, Stück für Stück ihre Accounts verlieren, auch Accounts, mit denen sie nicht cheaten, also auch ihre Main-Accounts. Wie sich das Ganze abspielt und woher ich die Informationen habe, hört ihr jetzt. Um noch geschwind die vier letzten Suspects von vor einer Woche abzuklären, alle vier wurden gebannt, hier sind die Accounts. Monsieur Nummer 1, er hat einen Game-Ban bekommen vor 6 Tagen, also einen Overwatch-Ban. Das heißt, er wurde einen Tag nach dem Overwatch gebannt. Madame Nummer 2 hat einen WAC-Ban bekommen und wurde vor 2 Tagen gebannt. Also da hat es ein bisschen länger gedauert und das war wie gesagt kein Overwatch-Ban, sondern ein WAC-Ban. Cheater Nummer 3 wurde vor 7 Tagen gebannt, hat einen WAC-Ban bekommen. Das heißt, das muss kurz nach dem Overwatch passiert sein. Hat aber wohl nicht zwingend was damit zu tun, weil es ja ein WAC-Ban ist und kein Game-Ban. Und Cheater Nummer 4, habe ich mir nicht abgelegt. Fock? Ich habe mir den Account nicht abgelegt, ich dackel. Ich überlege gerade, ob es ein WAC oder Gameban war. Ich habe die Demos nicht mehr. Es war ein 5 Tage alter Ban, aber ob es Gameban oder WAC-Ban ist, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich glaube, das ist für uns auch nicht so wichtig. Obwohl, naja, wir finden es schon irgendwie alle nice, oder wenn es ein Gameban ist. Also wenn es eher ein Overwatch-Ban ist. Ich glaube, es war ein Gameban. 5 Tage alt. Fahren wir nur weiter fort. Ich lade im Hintergrund dann den Fall runter und dann erzähle ich euch mal ein bisschen was. Vor ein paar Wochen hat es begonnen, dass ich von Leuten angeschrieben wurde und gefragt wurde, ob ich weiß, warum ihre Main-Accounts gebannt wurden. Und ob man da was dran drehen kann. Und im Laufe dieser Gespräche hat sich ergeben, dass diese Bans nicht einfach so aus dem Nichts kamen. Übrigens haben wir hier gerade einen recht schönen Fall, der ist noch nicht am reinragen. Sondern, dass sie viele Side-Accounts hatten und auf den haben sie gehackt, aber nie auf ihr Main. Sie haben es mir, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber so alarmiert, wie die Personen waren, beziehungsweise so überrascht von wegen, warum ist mein Zeug weg? Weil da waren bei manchen mitunter einige, also sehr teure Skins draufgelegen. Ich habe ihnen dann einfach mal geglaubt, dass da halt tatsächlich nicht drauf gehackt wurde. Warum passiert das? Was ist da los? Warum verschwinden die Main-Accounts von den Cheatern, auf denen sie nach eigenen Angaben niemals hacken? In den letzten paar Monaten gab es ja ein Gemauschel in der Community darüber, dass genau sowas kommen soll, also dass Valve vorhat, ohne dass sie da irgendwas zu bestätigt haben, dass eben die Cheater-Geschichte anders angegangen wird. Und zwar eben genau so, dass die Cheater nicht nur ihren Account verlieren, auf dem sie halt blatant reinhacken und der dann einfach einen WAC-Ban oder einen Overwatch-Ban bekommt, sondern dass sobald ein oder x gebannte Accounts auf einem System vorhanden sind, dann werden alle Accounts auch weggebannt, die sich auf diesem System befinden, beziehungsweise die mit dem System erstellt wurden. Die Frage von den Leuten, die mich angeschrieben haben, waren wie gesagt immer eigentlich die beiden gleichen. Weißt du, warum das so ist? Warum mein Main-Account weg ist? Scheinbar gehen sie irgendwie davon aus, dass ich da voll die Insights habe. Und zweitens, ob man daran was ändern kann. Zweitens kann ich eigentlich direkt beantworten, daran kann man sicherlich nichts mehr ändern. Die Bans, das kennt man ja, sind bis auf ein paar prominente Fälle so, dass sie halt für immer da sind. Wenn du gebannt wurdest, WAC-Ban oder wie auch immer, dann ist der Bann da und das war's dann mit dem Account. Da kannst du Valve so viel anschreiben, wie du willst. Ich hab nicht gehackt. Der Bann ist drin. Ich habe von nicht prominenten Leuten noch nichts mitbekommen, dass da irgendwie ein Bann mal zurückgezogen wurde. Man kennt ja so ein, zwei Fälle von irgendwelchen großen, was weiß ich, Streamern, Pro-Playern oder sonst was, bei denen Bann wieder zurückgenommen wurde. Aber sonst so, also bei Normalsterblichen werden Bans nicht mehr zurückgenommen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Um auf die erste Frage zurückzukommen, also warum das passiert ist, ich gehe davon aus, dass Valve da rumwurschtelt. Einige, unter anderem auch Nulkas, haben mir geschrieben, Nulkas, er ist bestimmt in den Kommentaren, bei ihm waren auch ganz komische Aktivitäten, also er ist auch ein Cheater, der sich geoutet hat und mit dem ich Kontakt habe. Und er meint, er hat vor, ich glaube, letzten Freitag auch ganz wilde Zeiten gehabt, egal mit welchem Account er reingedattelt hat. Die haben alle irgendwie immer ziemlich sofort dann irgendwie ein Global Timeout oder irgendwas gehabt. Ganz wilde Sachen, die auf einmal passieren. Mit ihm habe ich mich, wie gesagt, unter anderem auch unterhalten. Und er hat gesagt, er hat gehört, dass manuell im Moment gebannt wird. Also, dass von Hand die Accounts der Cheater gebannt werden. Also nicht nur die Accounts, mit denen sie aktiv cheaten, sondern eben alle Accounts drumherum. Hat mir auch die Frage gestellt, ob ich mir wohl irgendwie vorstellen kann, wie das funktioniert. Ihm und den ganzen anderen habe ich auch gesagt, ich denke, es geht über die Hardware, also über die Hardware-Adressen. Die Steam hat da ja eigentlich recht gute Einsicht auf den ganzen Kram. Es gibt ja sogar, oder gab es früher zumindest, diese Umfragen, wo du dann Steam hast dein System checken lassen. Ich weiß nicht, ob Steam das auch so machen kann oder darf oder wie es das eben in der Vergangenheit gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Steam sowas auch ohne die Zustimmung machen darf.
Und was es vor allem in der Vergangenheit schon gemacht hat, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass eben die Systeme erkannt werden und gespeichert werden. Und wenn ein Account auf System 1 mit dieser und jener Hardware, mit diesen Adressen, die dahinterlegt sind, gebannt wird, meinetwegen einen WAC-Bann bekommt, wegen einem Blatant Hack, also richtig Gerage, dass dann sukzessive die anderen Accounts, die über diesen PC halt oder über dieses System gelaufen sind, jemals oder zumindest erstellt wurden, dass die gebannt werden. Die Frage, die sich mir bei der ganzen Sache stellt, ist natürlich auch, inwiefern Steam sowas überhaupt machen darf oder halt Valve. Auf der einen Seite steht sicherlich in den Nutzerbedingungen, dass man halt eben nicht da über Drittparty-Programme auf die Spiele zugreifen darf, beziehungsweise cheaten darf. Ich weiß gerade nicht, warum ich angehalten habe. Oh, die wird einfach hängen. Aber die Betroffenen verlieren unter anderem ja auch Geld mit den Accounts, die gebannt wurden, auf denen sie nach eigenen Angaben zumindest niemals gecheatet haben. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie wahr das ist. Weil jemand, der cheatet, wenn er da cheaten und da nicht cheaten. Ja, naja, aber ich glaube es jetzt einfach mal. Da ist ja Geld mit hinter. Also einer hat gemeint, er hat 5000 Euro dadurch verloren in Form von Skins, weil sein Main-Account, auf dem er niemals gecheatet hat, gebannt wurde. Und er sagt, dass es unfair ist, weil dieser Account grundlos gebannt wurde. Ich habe halt dann, also ich habe zu ihm gesagt, naja, so grundsätzlich darf man natürlich, oder man muss immer wissen, was man macht und muss eben, oder die Waldfee, und muss eben sich auch eigentlich eingestehen können, dass sobald man halt rumhackt, dass man dann halt nicht mehr, wow, halt nicht mehr so ganz auf der guten Seite steht, ne? Egal mit welchem Account. Und Valve verfolgt da scheinbar die Devise einmal Cheater, immer Cheater. Also lieber alles wegbannen, bevor man halt irgendein Risiko eingeht. Ich bin auf der einen Seite natürlich erfreut darüber, dass wieder ein weiterer Schritt gegangen wird zur Cheaterbekämpfung und dass man da halt wieder scheinbar einen Ticken mehr macht. Wie sich die Sache im Speziellen verhält mit den Skins, was sie da alles verlieren und so weiter und so fort, da ist es halt irgendwie schwierig. Für mich überwiegt auf jeden Fall der Teil, jawohl, weg mit den Cheatern. Aber auf der anderen Seite bleibt so ein kleiner Fitzel in mir, der sagt, na, die haben immerhin auf diesen Accounts halt nicht gehackt. Das heißt, diese Accounts, wenn man sie durchscannen würde, sind komplett cheatfrei und trotzdem sind sie weg. Da ist halt einfach dieses, ne, aber natürlich soll eigentlich jeder Cheater jeden Account im besten Fall verlieren, damit eben, damit es nicht mehr so viele Cheater gibt, ne? Den Kecko machen wir auch mal geschwind weg. So, oder? Wie sich das dann verhält, wenn man dann wieder einen neuen Account macht, weiß ich auch nicht. Wie schnell, ich sag mal, wenn so ein System durchgesetzt werden würde, wie schnell so ein Bann dann kommt. Oder ob vielleicht auch das System einfach unfähig gemacht wird, neue Accounts zu erstellen. Keine Ahnung. So, der letzte Fall, da ist er doch. Ich speichere mir ihn direkt ab. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ob Valve das machen darf oder kann oder wie auch immer, ne? Also, ich denke, das Sinnvollste bei so einer Herangehensweise ist tatsächlich, dass man, wenn es sowas wirklich gibt, dass es nicht angekündigt wird, sondern einfach passiert, ne, und praktisch mit einem Mal, also in der Theorie, jeder Cheater, es wird natürlich so nicht funktionieren, alle seine Accounts verliert. Aber auch da weiß ich nicht, ich wollte in die, achso, ich kann hier nicht springen, ah, aber auch da weiß ich, wie gesagt, nicht, ob es überhaupt erlaubt ist, sowas zu machen, so als Anbieter. Hier kommt natürlich auch wie immer die übliche Frage, wie ihr die ganze Sache findet. Also unabhängig davon, ob es tatsächlich gerade eine von Valve durchgeführte Sache ist oder nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Zufällen, dass jetzt gerade so viele Leute scheinbar irgendwie grundlos ihre Main-Accounts verlieren, wie ihr ja die ganze Sache eben findet. Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Sagt ihr, es ist easy peasy, nicer dicer oder oh, schon irgendwie komisch? Monsieur Suspect, gut, gut, gut. Übrigens, bei ihm sind wir uns, denke ich, auch schon wieder recht sicher, dass er zumindest ein Warlock mit am Start ist, ne? Und nach dieser Frage kommt natürlich Frage Nummer 2. Und zwar, kennst du dich mit diesem Thema irgendwie aus? Hast du auch davon gehört? Bist du davon selbst betroffen? Weißt du vielleicht mehr darüber, was, wie, warum und pipapo? Ich bin gespannt, wir lesen uns an den Kommentaren und gucken jetzt noch ganz kurz den Fall hier zu Ende an. Also, Warlock, haben wir gesagt, hat er auf jeden Fall am Start, ne? Er weiß, wo die Dödel rumstehen. So, den will er haben, aber der steht hinter der Wand. Ganz schlecht. Aiming, naja. Also Aim-Unterstützung zumindest. Sieht nicht danach aus. Oder ist das irgendeine kackige Einstellung? Ich weiß es nicht. Weil er ist schon mit dem Fadenkreuz drauf, ne? Aber den Spray hat er halt überhaupt nicht unter Kontrolle. Der sprayt einfach über den Gegner drüber. Gut, also es ist obvious hoch 10. Also der Bann ist praktisch wegen dem Warlock sowieso schon drin oder wäre drin. Aber jetzt will ich doch nochmal genau gucken. Hat er jetzt hier auch eine Aim-Unterstützung? Okay, da ist er weg.
Die Frage ist ja auch direkt, haben die Feinde auch an? Oder haben die das nur über die Map gemacht? Weil ich meine, man hat ihn ja gesehen sicherlich. Der in Kitchen hat ihn ja immer wieder kurz erhaschen können. Das heißt, der andere oben wusste, wo er steht. Er ist schon irgendwie steady drauf, also nur mit dem Fadenkreuz. Wie gesagt, Spray Control und sowas ist vor allem bei den vorherigen Shots irgendwie null da gewesen. Aber das Fadenkreuz ist schon ganz gut drauf. Wir haben hier wie immer den Vorteil auch des Wallhacks, denn auch mit einem Wallhack kann man natürlich dementsprechend schon im Vorfeld gut an die Stelle aimen, wo der Feind dann gleich kommt. Auf Kopfhöhe im besten Fall. Warum piekt der überhaupt da rein? Was ist seine Intention? Also will er das noch verstecken, so von wegen, ah, ist da vielleicht einer Jungle, ich muss mal noch gucken. Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Also nach so Runden, in denen er halt eindeutig weiß, wo die Feinde sind. Ist er eben disconnected oder wurde, hä, was ist denn gerade passiert? Hat der Kill in die Konsole eingegeben? Was war das? Wurde der live gebannt oder was? Ich drücke mir zwar nur Vision Assist, ich habe vielleicht auch zu wenig drauf geachtet wegen der Laberei, aber Vision war auf jeden Fall vorhanden. Zack, zack, zack. Ab dafür! Und dann wäre es das auch wieder gewesen. Wilde Zeiten aktuell wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass Valve da rumwurschtelt an den ganzen Anti-Cheat- und Cheater-Bestrafungsmechanismen. Aber es scheint irgendwas halt aktuell im Gange zu sein. Oder ist es wirklich halt gerade ein Riesenzufall, dass worldwide, was weiß ich, wie viel, 100 oder 1000 Leute plötzlich ihre Main-Accounts verlieren, ohne darauf gecheatet zu haben. Entweder lügen alle, aber irgendwie ist auch komisch, oder? Warum sollte man das auf anderen Accounts zugeben, aber da nicht? Obwohl, na doch, da ist ja Wert drauf. Würde ich auch sagen, ich habe nicht drauf gehackt. Ja, entweder ist es ein Riesenzufall oder Valve macht da irgendwas. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Livestream um 18 Uhr und übermorgen, also am Mittwoch, im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes und natürlich ein großes Dankeschön an meine Patrons und meine Kanalmitglieder. Ich mache jetzt kurz ein Geräusch und ihr müsst raten, worauf ich das mache. Later.